Dobrodošli, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zu Gast habe ich TK und Mehmet. Und zusammen gucken wir uns heute Katarina Grujic an mit dem Lied Tuča. Und sie ist eine serbische Sängerin und ich habe sie schon in Düsseldorf live gesehen und in Beograd beim Music Week Festival. Und ja, da war sie Hammer. Mhm. Ich liebe ihre Lieder und wir haben jetzt zusammen schon mal eine Reaction gemacht. Ja, haben wir. Und das war mega geil. Also mega. Wirklich eine Selbstfrau, sehr talentiert. Genau, und Mehmet wird das jetzt zum ersten Mal angucken. So sieht's aus. Die Balkansängerin Katarina Grujic, lasst uns anfangen. Bin sehr gespannt. Ich fand ihr letzten Song schon richtig geil. Da ist sie. Ja. Vielleicht einen reichen Freund oder einen reichen. Oh. Sie ist also nichts sagen, aber der Style ist auch richtig geil. Gut. Okay, da. Fängt schon so Balkan-mäßig an. Police. Oh. Der Hut ist krass, oh mein Gott, dieser. Ja, ja, auf den Hut achten, ne? Aber dieser Outfit allgemein, ja. So, ne? Style. Halt wirklich ein sehr, schaut sich ein sehr, sehr teures Mode-Designer. So mit typischen Balkan-Instrumenten. Ja. Hey. Und halt den zu mitsingen. Aber ich finde das schön, dass sie das nicht auf Englisch da unter. Ja, ja. Ist die eigene Parfümmarke oder? Nein, aber ich glaube, das ist gar nicht. Schreibt es gerne in den Kommentaren, wenn ihr mehr wisst. Schon fast wie Werbung, ne? Ja, also wäre schon sehr offensichtlich. Hey. Ich glaube, der Mann hat keine Lust auf sie. Nee. Sie ist also emotionslos. Ja, auf Deutsch soll es wohl jemand anderes heißen. Ja. Dieses Tuča. Ja. Vielleicht gibt es halt jemand anderen. Mhm. Maschallah. Oh. Ja, okay, wenn da schon zwei Weingläser. Oh. Oh mein Gott. Okay, so glaube ich wirklich jemand anderes. Wenn da schon zwei Weingläser und so und sie schon so angezogen ist. So. Aber da ist immer selber schuld, ne? Wenn der nicht aus dem Arsch rauskommt. Ja. Da. Das ist schön, der Kopfbedeckung. Ja, das ist echt schön. Sie ist oberkörperfrei. Oder vielleicht macht sie sich ja so schön für ihn, aber der ignoriert sie einfach so. Könnte auch sein. Okay. Sie hat auch eine wahnsinnige Stimme. Ja. Wie sieht sie jetzt an? Bin ich der Einzige, dem es aufgefallen ist, dass sie da oberkörperfrei ist? Echt? Ja. Wo? Ja, siehst du doch. Ja. Oh mein Gott. FSK 18. Sieht doch immer zu diesen Wandgemälden. Ja. Und zu also, den Spiegel immer, ne? Ja. Aber die Location ist schön gewählt, die so hat das Klasse. Heißt, ja, ich glaube sehr in einem Schloss. Aber ich glaube, dieses Hut wird auch nicht jedem stehen, so, ne? Ja, ne? Nee, das kann man nicht, jeder nicht jeden, nee. Aber sieht echt gut aus, ihr passt auch perfekt zu ihr zum Outfit. Bei ihr passt. Jetzt habe ich mich schon wieder zum zweiten Mal verliebt. Ey, das ist eine Wahnsinnsfrau. Ja, eine selbe Frau. Sehr schön. Dobro. Das war Katarina Grujic. Wie fandest du mir mit sie? Also ich fand das ganz gut, kann man auf jeden Fall hören. Ne? Also ja. Auch so Balkan, richtig. Balkanmusik. Und das jetzt auch nicht so slow, sondern so. Ja, hat auch das richtig gemacht. Ja. Updancen und. Zum Dancen. So, ja. Oh, wie hübsch sie ist, ne? Die ist mega hübsch, ey. Junge, die ist Hammer. Deswegen gucken wir das auch. Nee, also ich liebe ihr letztes Album, ihr Songs und so. Ich feiere sie richtig sehr. Deswegen wollte ich euch das Video zeigen und mit euch zu reagieren. We are in love right now. We are in love. Ja. So, wollte ich noch was sagen? Ja, liebe Grüße an Katarina. Ja. So, wir lieben dich. Wir sind deine größten Fans. Falls ihr
die Reaktion jetzt genossen habt. Lasst bitte ein Like da, abonniert und kommentiert gerne weitere Vorschläge. Und guckt doch gerne mal bei Mehmet und TK vorbei. Right. Und dann sagen wir tschüss. Die Links findet ihr unten. Ja, und falls ihr irgendwas ergänzen möchtet, wie ihr das Video fandet, dann schreibt das ruhig in die Kommentare. Genau, dann sagen wir tschüss und bis zum nächsten Video.